Ein Exkurs über Antikörper und die Immunabwehr. Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Zur Biografie von Emil von Behring und seinem Werk der Serumtherapie verweise ich auf das Kapitel 4a. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen, die wenig bekannt ist und heute wenig gepflegt wird. Ich stelle über 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler und Techniker vor, mit ihrer Biografie, ihrem Werk und dessen Folgen. Ich möchte außerdem Wissen über Naturwissenschaften und Technik näherbringen. Hier ist die Übersicht über alle Persönlichkeiten und ihre Werke in alphabetischer Reihenfolge. Dieses Kapitel bringt etwas tiefergehende Informationen über die Antikörper und unsere Immunabwehr mit dem Schwerpunkt auf der humoralen Immunantwort. Die Biografie von Emil von Behring und sein Werk, die Entwicklung der Serumtherapie eben mit den Antikörpern, werden in dem vorausgegangenen Kapitel 4a dargestellt. Die Heilungserfolge der Seren von Emil von Behring bei den bisher schicksalhaft tödlichen Verläufen bei Diphtherie, der Würgeengel der Kinder, und Tetanus, Wundstarrkrampf, sind den Zeitgenossen wie Wunder erschienen. Seine Heilseren enthielten Diphtherie-Antitoxin und Tetanus-Antitoxin, welche die Toxine, also die Giftstoffe beider Bakterien neutralisierten. Ihre wahre Natur und die Wirkweise wurden erst viel später genau aufgeklärt. Besonders 1948 von der schwedischen Immunologin Astrid Fagreus, 1913 bis 1997. Es handelt sich um Antikörper, synonym auch Immunglobuline, große Glykoproteine, also Zuckereiweißmoleküle, die von menschlichen weißen Blutzellen, Leukozyten, Abwehrzellen gebildet werden. Die Antikörper gehören zu unserer erworbenen, adaptiven, spezifischen und stammesgeschichtlich jungen Immunabwehr, welche langsam anläuft, aber zielgenau reagiert. Zum adaptiven, erworbenen Immunsystem gehören die sogenannten antigenpräsentierenden Zellen, APC, und die B-Lymphozyten und die T-Lymphozyten hier im Bild. Als Basis besitzen wir aber eine angeborene, unspezifische, stammesgeschichtlich alte und schnell reagierende Immunabwehr, zu der die natürlichen Killerzellen gehören und andere Zellarten der weißen Reihe wie Makrophagen, verschiedene Granulozyten und sogenannte dendritische Zellen, hier ein Schema dazu, sowie auch die insgesamt 30 Komplementeiweiße. Diese angeborene Immunabwehr will ich hier nicht vertiefen. Weiter unterscheiden wir die zelluläre Abwehr von der humoralen Abwehr, von lateinisch humor. Feuchtigkeit, Saft. Die wesentlichen Effektoren der zellulären Abwehr sind die Granulozyten und die T-Lymphozyten. Das kommt von Thymus vermittelte Lymphozyten, die große Komplexe oder sogar ganze Zellen und ihre Bestandteile aufnehmen und beseitigen können. Hier ein eindrucksvolles REM-Bild dazu. Auch die zelluläre Abwehr will ich weitgehend ausklammern. Ich konzentriere mich hier auf die humorale Abwehr, die zum erworbenen, adaptiven Immunsystem gehört. Hier im Bild eine schematische Unterscheidung zwischen der humoralen Abwehr und der zellulären Abwehr. Die wesentlichen Akteure der humoralen Abwehr sind die B-Lymphozyten, Bone-Lymphozyten aus dem Knochenmark. Beide Lymphozytenfamilien, die Thymus-vermittelten T-Lymphozyten und die im Knochenmark gebildeten B-Lymphozyten stammen von hämatopoietischen Stammzellen aus dem Knochenmark, der Milz oder den Lymphknoten ab. Hier eine Übersicht. Die fertigen Endprodukte der Ausdifferenzierung der Blutstammzellen aus Knochenmark und Lymphknoten sehen wir hier. Von links reife rote Blutkörperchen, Erythrozyten für den Sauerstofftransport, Blutblättchen, Thrombozyten für die Blutgerinnung und weiße Blutkörperchen, Leukozyten, hier ein Lymphozyt für die Immunabwehr.
Es spielen sich komplexe immunologische Abwehrvorgänge ab, ohne die wir nicht lange überleben würden. Ein fremder Stoff, der in unseren Körper eindringt oder aufgenommen wird, besitzt an seiner Oberfläche bestimmte Antigene. Bildlich gesprochen sind das molekulare Stachelstrukturen. Oder er setzt fremde Stoffe frei, die sich von den Oberflächenstrukturen unserer eigenen Körperzellen unterscheiden. Die Antigene besitzen wieder mehrere kleinere molekulare Zielkomplexe, die sogenannten Epitope, an welche dazu passende Antikörper binden können. Im strömenden Blut kreisen wie Jagdhunde antigenpräsentierende Zellen, APC, des Immunsystems mit tastenden Ausläufern. Das sind die dendritischen Zellen, hier im Bild von griechisch dendrites, von den Bäumen abstammend verzweigt, sowie die B-Lymphozyten und die Makrophagen, welche auch ständig körperfremde Antigenstrukturen suchen und erkennen. Diese antigenpräsentierenden Zellen, diese weißen Blutzellen des zellulären Abwehrsystems, bewegen sich nicht nur im Blut, sondern auch amöbenartig in den Spalten unseres gesamten Interzellularraumes, Zwischenzellraumes, auf der Suche nach eingedrungenen körperfremden Antigenen, hier in einer Zeichnung dargestellt. Sie besitzen dazu auf ihrer Oberfläche nicht freie, sondern ortsfeste, membrangebundene Antikörper, mit denen sie an die Antigene binden können. Die Fresszellen oder Makrophagen nehmen die Antigene durch Phagozytose auf, das heißt durch Umfließen oder Aufnahme in ihr Zytoplasma, und zerlegen diese enzymatisch in Fragmente, hier im Schema dargestellt. Die Makrophagen und die dendritischen Zellen wandern danach in die Lymphknoten und präsentieren auf ihrer Oberflächenmembran die Epitope. Das sind die entscheidenden Bruchstücke der Antigene gegenüber bestimmten T-Lymphozyten, den sogenannten T-Helferzellen, CD4 plus oder CD8 plus, hier schematisch gezeigt. Die antigenpräsentierenden Zellen, APC, locken dafür, durch Ausschüttung von Zytokinen nicht aktivierte T-Lymphozyten an, eben diese T-Helferzellen, CD4 plus. Zytokine sind Eiweiße als Botenstoffe zum Wachstum und zur Koordination von Zellen, hier am Beispiel von Makrophagen animiert. Beim Immunprozess wird der Botenstoff Zytokin ausgeschüttet. Dieses Protein koordiniert die Arbeit der Immunzellen. Zytokine aktivieren zum Beispiel die Makrophagen. Gleichzeitig docken sie an die Rezeptoren der feindlichen Zellen an und markieren diese als Ziel für die Fresszellen. Sobald die Gefahr gebannt ist, geben die Zytokine den Makrophagen das Signal, wieder in den Ruhezustand zurückzukehren. Bei manchen Entzündungsgeschehen, wie beispielsweise bei Covid-19-Erkrankten, kommt es zum sogenannten Zytokinsturm. Dabei werden unkontrolliert immer größere Mengen an Zytokinen freigesetzt. Sie markieren nun auch gesunde Zellen und bringen die Immunzellen dazu, körpereigenes Gewebe anzugreifen. Im schlimmsten Fall kann das zu Organversagen führen. Die T-Helferzellen nehmen mit ihren Rezeptoren Kontakt mit dem präsentierten Antigen auf und dadurch werden sie aktiviert. Diese aktivierten T-Helferzellen, also T-Lymphozyten, leiten nun wieder über Interleukine zum einen die zelluläre Antwort ein, durch Produktion von natürlichen Killerzellen hier im Schema und übrigens auch durch die Bildung von T-Gedächtniszellen, Memory Cells, für die Zukunft. Zum Zweiten wird unsere humorale Immunantwort eingeleitet, indem eine aktivierte T-Helferzelle einen B-Lymphozyten durch Zytokine aktiviert. Ein so aktivierter B-Lymphozyt bildet in den lymphatischen Geweben, besonders in den Keimzentren der Lymphknoten, erstens langlebige B-Gedächtniszellen aus, hier im Schema, die das Antigen speichern und bei einem zukünftigen Antigenkontakt durch Infektion oder Impfung rasch reagieren können. Ein aktivierter B-Lymphozyt bildet aber außerdem auch kurzlebige Plasmazellen, hier im Bild, in großer Zahl aus anderen B-Lymphozyten.
Diese Plasmazellen produzieren nun massenhaft passgenaue Antikörper zur Neutralisierung des fremden Antigens. Antikörper sind große Y-förmige Glykoproteinmoleküle, also Zuckereiweißmoleküle, die von Plasmazellen, also modifizierten B-Lymphozyten, gebildet werden. Sie bestehen aus zwei leichten Ketten und aus zwei schweren Ketten. Am oberen Ende befinden sich veränderliche Bindungsstellen, das Paratop oder FAB-FAB Antigen Binding Fragment, die passgenau für die Epitope der entsprechenden Antigene gebildet werden und bei einer Mutation dieser Antigene sogar angepasst werden können. Die variablen Bindungsstellen FAB werden in der Mitte verbunden durch die Scharnierregion, auf Englisch Hinge Region, mit dem unteren konstanten Anteil FC Crystallizable Fragment. Dieser Basisteil ist unveränderlich. Er ist verantwortlich für die Bindung des Antikörpers an die Membran von Leukozyten. Wenn in sehr seltenen Fällen ein fremdes Antigen mit einer körpereigenen Struktur verwechselt wird, kann es zu fehlgeleiteten Angriffen auf körpereigene Zellen im Sinne von Autoimmunerkrankungen kommen. Beim Menschen gibt es fünf Klassen von Antikörpern. Die Immunglobuline M, IgM, werden bei einem Erstkontakt schnell gebildet und zeigen die akute Phase einer Infektion oder Entzündung an. Sie fallen auch rasch wieder ab, hier schematisch gezeichnet. Sie besitzen 10 Antigen-Antikörper-Bindungsstellen und bilden dadurch große Komplexe. Die Immunglobuline G, IgG, sind zahlreich und wichtig. Sie werden erst verzögert nach 3 Wochen gebildet, persistieren aber über Monate und Jahre. Die Immunglobuline E, IgE, sitzen auf den Membranen von Mastzellen und von Granulozyten. Sie spielen eine Rolle bei Allergien und schützen uns vor Parasiten. Die Immunglobuline A, IgA, werden auf den äußeren Schleimhäuten der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes, des Harntraktes und der Augen als eine erste Barriere der Abwehr sezerniert. Die Immunglobuline D, IgD, sind für uns hier weniger bedeutsam. Antikörper können einzeln auftreten, als Monomere, zum Beispiel die IgG, die IgE und die IgD. Sie treten auch als Polymere auf, also als gleichartige Einzelstücke im festen Verbund. Zum Beispiel die IgA als Dimere, 2 Teile, und die IgM als Pentamere, 5 Teile. Dadurch erhöht sich die Zahl der Bindungsstellen zum Antigen, die sogenannte Valenz, und damit die Festigkeit der Bindung und die Größe der Antigen-Antikörperkomplexe, der sogenannten Immunkomplexe. Im Lauf der Immunabwehr bilden sich verschieden große Antigen-Antikörperkomplexe, also Immunkomplexe, die selbst wieder das Komplementsystem aktivieren, oder es verknüpfen sich Antikörperbakterienaggregate zu Verklumpungen, wie hier im Bild, welche Makrophagen, also Fresszellen, anlocken. Durch komplexe Vorgänge der zellulären Abwehr, welche durch die Botenstoffe Interleukine koordiniert werden, werden durch Phagozytose Antigen-Antikörperkomplexe, Zelltrümmer und sogar ganze Zellen beseitigt, wie es hier in den kurzen Videos vom ZDF Terra X eindrucksvoll animiert wird. Eingedrungene Bakterien und fremde Zellen werden nun von den Fresszellen zersetzt und so unschädlich gemacht. Nachdem die Fresszellen ihre Arbeit getan haben, bleiben Reste von abgetöteten Bakterien und beschädigten Zellen im Gewebe zurück. In der Abklingphase werden entzündungsauflösende Botenstoffe ausgeschüttet, unter anderem die Resolvine. Sie aktivieren eine besondere Art von Fresszellen, die Makrophagen vom Typ M2. Diese entsorgen Zell- und Gewebetrümmer. Wenn die Antikörper in ausreichender Menge im Blut zirkulieren,
Das ist eine Voraussetzung nach dem Massewirkungsgesetz. Besetzen Sie alle Antigene, die Sie finden können, und neutralisieren Sie entweder vollständig, hier noch einmal schematisch gezeigt. Die Angreifer können dann nicht an Zelloberflächen andocken, nicht in sie eindringen und keinen Schaden anrichten. Ein weiterer Mechanismus der Immunabwehr ist, dass die Antikörper die Antigene bedecken und große Antigen-Antikörperkomplexe bilden und sie dadurch opsonieren. Das bedeutet schmackhaft machen. Hierdurch werden die Antigene markiert und für den Eingriff weiterer Immunzellen vorbereitet. Antikörper können ferner auch Effektorzellen, Natural Killer Cells, Makrophagen und Granulozyten veranlassen, direkt zytotoxische Stoffe zur Zerstörung einer infizierten Zelle zu sezernieren. In der Biologie und Medizin spielen zielgenaue und markierte Antikörper zunehmende diagnostische und auch therapeutische Rollen. In der Diagnostik werden Antikörper mit Enzymen gekoppelt zur Durchführung einer bildgebenden enzymatischen Reaktion am Zielort oder mit Fluoreszenzfarbstoffen beladen oder mit zeitlich und räumlich kurzwirkenden radioaktiven Substanzen gekoppelt, um punktgenau die Molekülstrukturen darzustellen, welche die entsprechenden Antigene tragen. Hier im Bild für Mikrotubuli gezeigt, das sind kleine Transportröhren in den Zellen. Möglichst spezifische und daher zielgenaue Antikörper werden in der Medizin zunehmend auch zur Behandlung eingesetzt. Bei der Radioimmuntherapie werden zum Beispiel kurzstreckig ins Gewebe strahlende Moleküle, Beta-Strahler oder Alpha-Strahler, an Antikörper gekoppelt an den Zielort wie Tumoren gebracht. Antikörper können auch mit zytotoxischen, also zellabtötenden Substanzen beladen werden und an gewünschte Zielorte gesteuert werden, wie es hier schematisch dargestellt wird. Vom Menschen gewonnene Antikörper, zum Beispiel aus Rekonvaleszentenserum, also homologes Serum von der gleichen Art, sind am besten verträglich und auch am besten wirksam. Hier im Bild wird das für Serum von Patienten demonstriert, die eine Coronavirus-Infektion durchgemacht und überstanden haben. Das Serum schützt prophylaktisch gefährdete oder ältere Personen schon im Vorfeld und hilft durch die passive Immunisierung bei SARS-CoV-Patienten, die Infektion zu überstehen. Bei tierischen Seren, heterologen Seren und ihren Antikörpern kann es zu Unverträglichkeiten kommen, die meist als sogenannte Serumkrankheit harmlos und selbstlimitierend ablaufen. Um die Verträglichkeit aber weiter zu verbessern und die anfangs auch schlechte Wirksamkeit zu erhöhen, werden heute Antikörper modifiziert, hier im Schema gezeigt. Zum Beispiel als Kombination aus menschlichen Teilen, Human, Buchstabe U, und von Mäusen, Murin, Buchstabe O, oder als Chimäre-Antikörper, Buchstaben X und I, bei denen nur noch der variable Teil von anderen Spezies stammt. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel, insbesondere auf das vorausgegangene Kapitel 4a mit der Biografie von Emil von Behring und seinem Werk der Entwicklung der unglaublich segensreichen Serumtherapie, welche als Kernstück die Antikörper enthält. Die bunte Mischung aus Medizin und Naturwissenschaften möge unseren Horizont über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen diese Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement am Ende. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.